Na, ja, siehst du, passt auch vom Timing echt fast perfekt mit zwei Durchläufen hier von diesem wundervollen Lied. Und ich schwöre, solltet ihr Prey mal irgendwann spielen, ihr werdet dieses Lied im Kopf haben, gebt es zu. So, gehen wir Michaela retten. Systemalarm. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren. Hallo Michaela. Medizin. Oh Gott, Morgan. Oh, Sie sind immer wieder für eine Überraschung gut. Bitte, direkt in den Hals. Suchen Sie die Einstiche. Seltener Achievement. Allein kann ich das so schlecht. Oh Gott, ich kann wieder atmen. Und spür meine Beine. Ich habe immer noch Punkte vor den Augen, aber die sind bald weg. Danke, Morgan. Ja, guck, da habe ich jetzt wirklich tatsächlich nochmal einen seltenen Achievement bekommen. Hilf einer Freundin hieß der, glaube ich. Also auch hier wirklich für die Achievement-Sammler noch der kleine Tipp: Es lohnt sich, der Dame zu helfen. Gab 15 Gamerscore, beziehungsweise ich kann da natürlich jetzt schlecht einschätzen, was für eine Trophäe das dann jetzt auf der PlayStation wäre. Ich würde stark davon ausgehen, dass es dann eine bronzene, beziehungsweise Systemalarm. silberne vielleicht sogar sein könnte. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Hier war es jedenfalls als seltener Erfolg sogar markiert, also dementsprechend ist das Ding nicht Hallo, ganz so schön, dich häufig. zu sehen. Oh, Heilung ist gut. Diagnostiziere oberflächliche Verletzungen. Nichts, was ein Medkit nicht heilen könnte. Sie werden sich bald So. wieder besser fühlen. Ja, jetzt habe ich natürlich Michaela erstmal auf den Beinen geholfen und auf die Beine geholfen. Damit ich Und überall ihr habt helfen natürlich kann. jetzt so ein bisschen was von der Forschung hier im Spiel gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Stream Systemalarm. auch wieder mit dabei seid. Kommt, jetzt hört doch Reparaturbedarf. mal auf zu quaken Erledigt. da. Ey, was ist das denn? Sowas Respektloses. Das kann nicht wahr sein. Hallo? Hallo, schön Ja, Sie wiederzusehen, Dr. hallo. Hugh. Du mich auch, Alter. Echt. Ich will hier gerade hier eine Abmoderation machen und der labert mich hier voll, ey. Unfassbar. So. Ja, jetzt kommt noch ein Anruf. Ich Das ist so klar. wusste, dass Sie auf Michaela reagieren würden. Sie haben Ihr Leben für sie aufs Spiel gesetzt. Vielleicht wurde durch die Neuromod-Extraktion doch nicht alles gelöscht. Nicht vollständig. Besonders starke Erinnerungen könnten schwache Eindrücke hinterlassen. Intuitive Gefühle. Oder Sie sind mitfühlender, als ich erwartet hatte. Sind Sie sicher, es wäre nicht besser gewesen? Ich will nicht unsensibel sein, aber wenn sie erfährt, dass sie die Talos 1 zerstören wollen, könnte sie emotional reagieren, da es keinen Weg gibt, die Hallo, Station zu schön, verlassen. Sie zu sehen. Ja, bla, blub. Blubbeli blub. Ja, so, jetzt aber auch wirklich. Ich hoffe jetzt, dass mit Operator jetzt nicht schon wieder dazwischen quatscht. Ja, wie gesagt, also ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Und ja, ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall so jetzt erstmal so ein bisschen Eindruck eben halt von Prey gewinnen können. Ich finde das Spiel richtig, richtig cool. Ich bin sehr, sehr positiv überrascht auch. Also anfangs eben halt wirklich so ein, ja, so ein bisschen erstmal ein ungutes Gefühl hatte gegenüber diesem krassen Unterschied zu dem Original, was eben halt damals rausgekommen ist, weil es ja wirklich grundsätzlich anders ist. Es ist meiner Meinung nach wirklich ein großartiges Spiel geworden. Man muss eben halt einfach den Gedanken berücksichtigen, dass es eben halt kein reiner Shooter ist, sondern eben halt wie zum Beispiel Bioshock oder Metroid eben halt sehr, sehr viel auf Forschung beruht, was aber wirklich einen da wirklich auch bei der Stange hält, weil man einfach auch wirklich immer wieder neugierig wird, neue Viecher zu entdecken, neue Waffen sich zu zusammenzuklöppeln oder zu verbessern. Und natürlich auch, wie ihr gesehen habt, natürlich durch diese ganzen verschiedenen Gebiete zu gehen. Ich hoffe natürlich selbstverständlich, dass vielleicht eventuell ja vielleicht die Ladezeiten nochmal irgendwann gepatcht werden, Entschuldigung, dass sie vielleicht nochmal gepatcht werden. Ansonsten Hallo, kann man ja auch schön, mal Sie zu nachfragen, sehen. ob die nicht dieses wundervolle Lied vielleicht auch ansonsten einfach in die Ladebalken mit reinpacken können. Ich denke, das wäre dann einiges unterhaltsamer. Ja, unterbrich mich ruhig. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch einen guten, schönen, großartigen Abend noch und eine tolle Woche. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal und haltet die Augen offen, wenn ich wieder Streams ankündige. Das wird bald wieder der Fall sein. Es kommen ja auch noch wieder ein paar Spiele raus in der nächsten Zeit. Und würde euch sagen, bis denn dann und tschüss, euer Robin. Bye, bye.